ich euch, wie man einen Sommerblumenstrauß mit einer Hortensie, Zelosie, Zinnikalilien, Statize mit Salal aufbinden kann. Den Blumenstrauß für heute binde ich mit einer Hortensie, dann die Statize, dann die Inkalilie und eine Zelosie. Als erstes bereite ich mir natürlich die Blumen vor. Dazu gehört, dass die Blätter entfernt werden, dass so die Blumen, da ich den Strauß ganz flach aufbinden möchte, länger halten. Bei der Inkalilie gucke ich, wenn die viele Blätter hier hat, mache ich da auch noch ein, zwei Blättchen ab, da ich dann ja halt nachher schön die Blüte haben möchte und dass ich möchte, dass die Blüte im Strauß lange hält. Anders ist es, wenn ihr euch die Blumen natürlich so in die Vase stellen wollt, ja dann lasst die Blätter dran, sonst sieht es ja nicht aus. Zelosie ist klar, auch ab. Und bei der Statize, die hat ja diese Lamellen, die schneide ich so auch mit dem Messer ab. So, dass ich hier langziehe. Jetzt ganz wichtig, weil die Stiele, wenn die im Wasser sind, möchte man, dass das Wasser schön klar bleibt, dass die Blumen länger halten. Und da hat so Blattzeus nichts im Wasser zu suchen. Das sind immer die Vorbereitungen, die man als erstes machen muss, bevor man anfängt, den Strauß zu binden. Jetzt hier so mehrere sind, die teile ich und kann die schön einzeln einbinden. Meine größte Blume ist jetzt die Hortensie, unklar, und auch die edelste, und die möchte ich genau in der Mitte haben. Zum Binden verwende ich heute Salal. Kriegt ihr auch im Blumengeschäft, müsst ihr mal fragen, das ist jetzt ein halbes Bund Salal. Jetzt komme ich hierbei und teile mir die Blätter, also die Stiele, indem ich jetzt gleich mehrere Stiele aus einem Stiel jetzt mir, ja, schon zwei Stiele mache, indem ich das untere Blatt über dem unteren Blatt einmal abschneide und habe hier schon einen Stiel und gucke jetzt hier, okay, wie sind die Blätter, und schneide das ab, dass nicht schön ist oder eben so wie die halt die Natur hier halt ist, ist das Blatt nicht schön, also verwende ich das auch gar nicht. Ein paar Stiele lasse ich mir auch ganz normal ab, nachher unten für den Rand, dass ich eine richtig schöne, große, gute Blattmanschette binden kann.
mir meine Blätter auch so ein kleines bisschen hin. Ich habe mir die jetzt gleich in zwei Häufchen sortiert. Und zwar die kleinen und die großen. Und nehme jetzt die Hortensie und lege das erste Salatblatt ganz, ganz oben an. Und alles, was ich jetzt anlege, lege ich immer in die Spirale. Also sprich, von einer Seite zur anderen Seite rüber. Und immer zur anderen Seite. Also bei mir ist es so, ich bin jetzt Rechtshänder, klicke die sich Blätter und die weiteren Blumen immer von links nach rechts. Und jetzt gucke ich, dass es oben schön kuppelförmig wird. Und natürlich sortiere ich meine Sachen, ordne ich die im ungleichseitigen Dreieck an. Ja, so sprich heißt die Statize jetzt hier, lege ich so, dass es ein ungleichseitiges Dreieck wird. Dazwischen wieder ein bisschen Blatt. Hier noch die Zelosie, die ist auch eine einzelne Blume und die möchte ich hier so zwischen haben für den Kontrast. Und kann jetzt hier, das kleines Sträußchen werden soll, gleich meine Inka-Lilie mit einbringen. Und da deshalb habe ich mir jetzt da auch drei Inka-Lilien besorgt, so dass ich die natürlich auch wieder ins ungleichseitige Dreieck legen kann. Ja, jetzt kommen wieder die Blätter von Salat. Da könnt ihr auch eben auch immer mal von unten gucken, euren Strauß. Ihr könnt auch von unten, wenn es euch einfacher fällt, die Blätter anlegen. Und so, dass ihr seht, dass der Strauß muss ja rund werden. Ihr seht jetzt hier, alle Stiele gehen in diese Richtung. Also kein Stiel geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Alle Stiele drehen sich und gehen in die Spirale rein. Wenn hier mein Blatt zu lang ist, könnt ihr es ganz gut entfernen vom Salat. Also Salal bindet sich sehr gut, ist sehr lange haltbar in der Vase. Er nimmt die Feuchtigkeit übers Blatt hier auf. Ist eben auch eine Blume, also ein Grün, welches gut eben für den Friedhof eben auch geeignet ist für die Sträuße. Im Gegenzug zum Farn. Und jetzt die Statize, die ich jetzt noch habe, die kann ich jetzt eben auch richtig schön noch von außen anlegen, sodass mein Strauß eben noch viel größer wirkt. Wichtig ist es immer, die Salalblätter, die schneide ich mit der Schere, weil die sind ja holzig.
Und zwar schneide ich auch ungefähr eine Hand breit, also einen Zentimeter breiter wie meine Hand jetzt hier ist. Und die anderen Stiele von der Inka-Lilie zum Beispiel oder von der Hortensie, die schneide ich richtig schön schräg. Die Hortensie, die braucht viel Wasser und genauso wie die Zelosie. Ja, auch die Stetize schneidet sich gut mit der Schere. Weil der Vorteil mit dem Messer geschnitten ist es, dass man die Leitungsbahn nicht zerquetscht, was einem mit der Schere passieren kann. So, ich nehme ganz gerne immer dieses Bindebast. So habe ich diese Rolle habe ich schon viele Jahre jetzt. Nehme den Mittelfinger, lege da das Band rüber und drehe dann den Strauß. Und zwar binde ich genau hier oberhalb, ja, da wo alle Stiele in der Spirale sind. Und wenn ich jetzt hier bei so einem kleinen Strauß, geht jetzt nicht so gut wegen der Kamera. Die ist ziemlich dicht, dass ihr das auch seht. Aber drei oder viermal so rumgebunden habt, dann ist das auch genug. So, jetzt könnt ihr den Strauß so ablegen auf dem Tisch und macht hier zweimal einen Knoten, bevor ihr den Bast abschneidet. Ich kann das auch in der Luft. Jetzt guckt ihr nochmal, okay, dass hier auch ja keine Blätter ins Wasser kommen. Ihr möchtet ja, dass euer Strauß sehr lange hält. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim selber ausprobieren. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tricks verraten.